Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Date by Daylight in Springwood der Bedham Vorschule mit unserem Raccoon City Police Officer Leon S. Kennedy. Hallo, Cheryl? Ich hätte schon gedacht, das wäre Ashley. Ja, der gute alte Leon. Ich habe lange nicht mehr mit ihm gespielt. Ach, es ist der Ritter. Ja, ich habe jetzt in der letzten Zeit öfters mit Vittorio gespielt. Den habe ich ja fast auf Level 100. Aber ich habe gemerkt, je höher man am Level ist, desto mehr jagen einen die Killer. Das finde ich nicht gut. Aber naja. So. Ah, Cheryl wird gejagt. Vom Ritter. Ah, Jill Valentine ist auch mit dabei und die macht jetzt auch einen Generator. Das ist ja schon mal gut. Ja, unsere Neue im Bunde, die Ellen Ripley, lässt noch auf sich warten. Schade, sie könnte noch einen dritten Gen machen. Okay, wenn sie jetzt wieder gehauen wird, dann bleibt sie stehen. Okay, doch nicht. Na, meine Aufgabe ist es eigentlich, mit anderen einen Gen zu machen in Kooperation. Aber ist ja gerade nicht greifbar. Das war der erste Streich. Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt nicht laufe, Sprintboost. Das würde ich mir gerne verwahren. Da habe ich mich gerade richtig zur rechten Zeit weggedreht. So, gucken wir hier. Hallo? Wo ist der Jen? Ach komm. Gens before Totems. Keiner ist in der Jagd und keiner macht einen Generator. Was seid ihr für ein faule Truppe? Hier so ein Totem, wenn das brennt, so für zu Hause am Nachttisch, das wäre doch mal was. Wenn ihr jemanden kennt, der wen kennt, der sowas machen würde, dann sagt mir gerne mal Bescheid. Ich bräuchte das dann, glaube ich, dreimal. Ich habe da so noch zwei Damen im Hinterkopf, die würden sich darüber auch freuen. Eine von den Damen wird wahrscheinlich jetzt zuhören und wissen, dass sie gemeint ist. Grüße gehen raus, Melanie. Jetzt habe ich dich erwähnt. Oh, Barbecue und Chili hat er. Ja, gut, dass ich Verzerren mit habe. Oh, hat er da jetzt gegengetreten und der hat jetzt keinen Tapper-Radius? Oder ist da jetzt eine... eine Blendgranate dran? So, Jill. Ah, okay. Dann gehe ich mal. Beziehungsweise ich laufe.
Boah, noch in der Nähe. Ah, super. Da. Halt dich doch lieber hoch. Jetzt kommst du auf die Idee, dich mal hochzuheilen. Dann heile ich dich. Ich hab ja noch, wir schaffen das. Also ich weiß nicht, was mit den drei Mädels jetzt hier ist. Wieso die sich nicht heilen? Bei meinem Glück kommt er jetzt von hier vorne. Ich hab immer noch, wir schaffen das. Ah, okay, da hinten an dem Generator ist sie dran. Mich gesehen. Aber jetzt hat er mich schon bestimmt gesehen.
Ah, es ist der Junge hinter mir her. Ach Gottes Willen. Das ist doch mal wieder eine schöne Runde. Oh. Ein Mori. Der Motor hier, Ladehemmung. Der ist schon fertig. Ach, da machen wir noch ein Totem. Oh, das ist so. Wieso macht die eine kein. Wieso machen die anderen zwei nichts? Und der Bot erst. Als ob der Bot keine Lust hätte. Na, da bin ich doch weg. Habe ich gedacht, einen Taschenlampen-Safe zu machen. Nö. Ah, hier war ich schon, ne? Ja, Totem habe ich auch weggemacht. Jetzt kann ich ja nur darauf hoffen, dass der Bot gejagt wird. Und mit ihm auch ein Mori gemacht wird. Das wäre schön. Bisschen defensiv bin ich heute. Hallo Rabe. So, hier, mach auf. Oh. Hey, du kannst mit dir auch ein Mori machen. Tja, die Luca hat er bekommen. Na super. Thank you.
fände ich jetzt voll cool von dir, Ritter. Boah, das wird aber knappe Kiste. Du Arsch, echt. Was soll ich sagen? DBD halt. Warum dann dieses Quälen? Warum hinauszögern? Barbecue und Chili, Franklin, Ruf der See, Blutwächter. Ja. Muri aus Ebenholz. Ja. Ja, Ritter, du bist ein ganz großer. Aber echt fies und gemein, dass er mich hier, also signalisiert hat, hier mach Ausgang und mich dann. Ja. Ohne Worte halt. Ich hoffe, die Runde hat euch trotzdem gefallen, auch wenn sie ein bisschen unspektakulär am Anfang und in der Mitte war. Erst zum Ende wurde sie spannend. Und ich hoffe, dass ihr mir ein Like da lässt. Und ich hoffe, dass ich euch in der nächsten Folge auch wieder begrüßen kann. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.